Gänsehaut, Gänsehaut bei meinem Abenteuer, als ich meine Merkaba aktivierte und ich mich tatsächlich fortbewegte. Darüber erzähle ich dir gleich in meinem Video, also bleib dran, es ist äußerst spannend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht es um die Merkaba. Die Merkaba ist ja, man kann sagen, der Schlüssel zu einem ganz hohen Bewusstsein. Und je mehr man sich damit befasst, umso mehr öffnen sich andere Welten und solche Erfahrungen, die du noch nie in deinem Leben gemacht hast. Solche Dinge kannst du erleben, wenn deine Merkaba aktiviert ist oder wird. Die Merkaba ist ja ein Fortbewegungsmittel, das heißt ja auch ein energetischer Wagen, ein energetisches Auto, jetzt ein bisschen abstrakt gesagt. Also es ist einfach ein energetisches Feld, welches du um dir herum trägst, mit welchem du dich beamen kannst, mit welchem du von einem Ort zum anderen dich bewegen kannst, ohne ein Auto zu brauchen, ohne irgendein öffentliches Verkehrsmittel brauchst. Also es geht einfach so mit der Energie und ich habe tatsächlich diese Erfahrung gemacht. Ja, und davon werde ich euch heute erzählen, denn es ist unglaublich und total aufregend. Und natürlich ist es vielleicht auch für manche Menschen so ein bisschen ängstlich, so ein bisschen angstbehaftet, denn wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest mit deiner Merkaba, landest du vielleicht irgendwo anders. Und so ging es ja mir. Und davon erzähle ich euch gleich. Also mir ist aber nichts passiert. Ihr seht, mir geht's gut. Und es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich habe es ja seitdem verfeinert und mich sehr intensiv mit der Merkaba-Aktivierung befasst. Die Merkaba, das ist ein energetischer Aufbau, der um unseren Körper, um unsere Aura und um unseren Lichtkörper liegt. Man sieht ihn nicht mit den normalen Augen, diesen Aufbau, aber man kann ihn wohl in der Meditation wahrnehmen. Und ich werde mit euch heute auch am Schluss dieses Videos eine intensive Meditation machen, wo ihr selbst eure Merkaba wahrnehmen könnt. Ihr werdet euch nicht bewegen vom Ort, ihr werdet in der gleichen Stelle bleiben, aber ihr bekommt vielleicht so ein bisschen ein Gefühl, was alles noch innerhalb eures Energiesystems, nach der Aura, nach dem Lichtkörper, ja, euch umgibt und euch ausmacht. Denn das gehört ja zu uns, dieses ganze Konstrukt, was wir mit uns tragen und was uns dann ersichtlich ist, wenn wir tatsächlich in die tiefe Meditation, in den Alpha- und Beta-Zustand gehen. Und dann können wir so nach und nach auch all diese Dinge wahrnehmen. Und das ist halt sehr interessant. Und wer es nicht glaubt, ich habe es persönlich erlebt, ich habe es gemacht. Ich habe mir einfach den Mut genommen und habe diese Aktivierung gemacht. Und es war Bäm, es war so ein aufregendes Ergebnis, man kann sich das gar nicht vorstellen und es geht tatsächlich, es geht wirklich. Ja, und ich war damals, jetzt geht's gleich los, ich erzähl's euch, ich war in England. Ich habe ja 5 Jahre in England gelebt, das ist jetzt auch schon wieder eine gewisse Zeit her. Und damals hatte mich Merlin nach England gerufen und hat gesagt, Monika Nirjana, du hast noch so viel zu lernen und ich werde dich unterstützen, aber wir brauchen diese hohe Energie von England, damit dein Bewusstsein sich noch mehr ausdehnen kann und du eintauchen kannst in die verschiedenen Dimensionen, wo ich dich dann auch treffen werde. Und dann habe ich spontan ja gesagt, okay,
Merlin, ich mache es, bin tatsächlich umgezogen und habe mir in England eine Wohnung gesucht und habe da so ungefähr 5 Jahre gelebt. Und es war 30 Minuten von Stonehenge entfernt, meine Wohnung. Und das war natürlich sehr schön von der Energie. Also man hat es richtig intensiv, diese Energie gespürt. Mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt und das nicht mehr so intensiv gespürt. Das ist aber normal. Wenn man sich an eine hohe Energie gewöhnt, nimmt man sie nicht mehr so sehr wahr, weil sie für einen normal geworden ist. Aber anfänglich war das sehr intensiv zu spüren. Und ich war so froh, den Ruf eigentlich gefolgt zu sein, weil ja letztendlich das auch schon ein großer Schritt des Mutes war, ganz allein in ein fremdes Land einfach umzuziehen und dann dort zu leben. Also es war sehr interessant dort und auch sehr schön und ich liebe die Engländer. Ich mag sie alle sehr. Es gibt ganz viele Stories darüber zu erzählen, aber jetzt machen wir erstmal die Merkaba, weil das ja das Thema ist, ihr Lieben. Und die Merkaba ist auch das Thema in unserer Ausbildung Medium der neuen Zeit Teil 5, was am 26.02. um 13 Uhr bei uns gesendet wird. Wer mehr darüber wissen möchte, der schaut einfach unter das Video und informiert sich. Da ist nämlich der Link. Ja, und jetzt pass auf. Ich hatte eine kleine Wohnung. In Southampton lebte ich und dort, die Engländer, die haben ja immer so, da ist das Wohnzimmer mit der Küche, war da kombiniert. Es war also praktisch ein großes Wohnzimmer mit 20, 23 Quadratmeter, schätze ich mal. Die Wohnung war insgesamt 50 Quadratmeter groß. Und in diesem Wohnzimmer hatte ich einen ganz großen Blick über große Terrassentüren in den englischen Garten, der das Haus umgab. Und dieser englische Garten, der hat mich sowas von fasziniert, weil die Engländer haben ja so eine spezielle Art, ihre Gärten zu gestalten. Und das war so verwunschen, traumhaft und so einfach schön in diesem Garten. Und dort gab es auch viele Eichhörnchen, ganz viele englische Eichhörnchen, die sehen ja anders aus. Und meine Katze, die hat dann immer alles beobachtet, aber gefangen hat sie nie ein Eichhörnchen. Das war witzig, ja, die sind sehr schlau gewesen. Es waren 3 große Eichen vor meinem Fenster, da war auch ganz viel die Merlin-Energie, ja, und dann diese Eichhörnchen. Und dann ganz viele kleine Treppen und verwünschene Tore und ein Brunnen mit Wasser und so, also richtig toll. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt meine Merkaba aktiviere, dann will ich doch einfach mal erst einen kleinen Schritt machen, denn es ist ja, ich hatte es noch nie vorher gemacht und es ist schon ein Wagnis gewesen. Wenn man irgendeinen Fehler macht, wenn man etwas nicht richtig macht, dann landet man vielleicht an einem Ort, wo man gar nicht hin wollte. Und das ist ein Risiko, wenn man es nicht richtig kann. Und da habe ich so für mich gedacht, wenn man nämlich dann an einem Ort ist, wo man vielleicht gar nicht hin wollte und man muss ja auch wieder zurück können. Das ist der Punkt. Man möchte ja dann irgendwie zurückkommen. Und wenn man zum Beispiel eine ganz große Merkaba-Reise machen würde und in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt landen würde und dann kein Geld dabei hat oder plötzlich ein Verkehrsmittel oder irgendwas bräuchte oder sogar ein Flugzeug, dann wäre das eine Katastrophe. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Und dann dachte ich, naja, beam dich doch einfach mal in deinen Garten. Das sind bloß 10 Schritte, dann bist du im Garten und das kannst du ja dann sehr schnell wieder zurück. Und das fand ich dann sehr beruhigend und so habe ich dann gedacht, okay, ich mache das. Ich bin jetzt in meinem Wohnzimmer, ich saß auf der Couch, habe schöne Musik angemacht und habe dann innerlich die Merkaba aktiviert. Und zack, das hat auch geklappt. Es hat geklappt, aber ich war nicht im Garten. Ich war nicht im Garten und es war, ich war im Schlafzimmer. Ich war also innerhalb der Wohnung, habe ich mich ins Schlafzimmer gebeamt und habe da was gesucht im Schrank und geguckt, habe mich also da wiedergefunden und war total auch aufgeregt und habe gedacht, oh Gott, ich wollte doch gar nicht ins Schlafzimmer. Und dann in dem Moment bin ich wie von einem Sog zurück in meinen Körper,
ins Wohnzimmer gebeamt. Und das war meine allererste Merkaba-Reise. Also es ist total krass. Ich wollte in den Garten und war dann tatsächlich hinten im Schlafzimmer. Da war auch mein Schreibtisch, da war ich, also es war ja ganz eng in dieser Wohnung. Und dann habe ich da vor lauter Schreck mich dort gesehen und ich war ganz voller Bewusstsein. Ich habe also nach etwas gesucht in meinem Schrank und war aber dann so erschrocken, dass ich nicht im Garten war, dass mich die Energie zurück in meinen Körper praktisch gebracht hat. Und dann habe ich erstmal Pause gemacht und habe gesagt, nee, das war jetzt so aufregend, ich muss mich erstmal erholen und habe dann später nach 1-2 Wochen wieder angefangen mit meinen Tests mit der Merkaba. Also jetzt kann man darüber lachen, ne, oder schmunzeln und sagen, na ja, du hast ja echt was erlebt und das war ja witzig, anstatt im Garten warst du im Schlafzimmer. Aber das heißt ja, ich hab tatsächlich irgendwas, also ich weiß jetzt schon, aber ich hatte damals unbewusst eben was falsch gemacht in der Zielsetzung. Und das bedeutet aber, wenn man dann praktisch das kann, wenn man seine Merkaba richtig gut aktivieren kann, kann man an jeden Ort der Welt reisen, ohne irgendein Flugzeug, ohne irgendein Auto, also von ganz allein. Und man kann auch von diesem Ort wieder zurück, es ist überhaupt kein Thema. Es gibt jetzt Menschen, die sagen, mit der Merkaba zu reisen, das müsste einen besonderen Grund haben. Also man dürfe nicht, das sagen manche Menschen, man dürfe nicht einfach jemand besuchen, sondern es müsste einen besonderen Grund haben, einen spirituellen Grund, also ein Webinar besuchen oder jemand zu einer Heilung besuchen, so etwas. Und ich finde aber, das ist wieder so eine Einschränkung, um den Menschen Angst zu machen und um auch zu sagen, lass es lieber, das ist nichts für dich. Ich finde, wenn du in einer positiven, achtsamen Haltung einen anderen Ort mit der Merkaba besuchen möchtest, dann ist das gestattet und dann wird es auch funktionieren. Es kommt immer auf die positive Stimmung, auf die positive Absicht an und dann darfst du auch wirklich überall hin. Also es ist genauso wie wenn manche Medien sagen, Stimmen oder dass die geistige Welt zu dir spricht und du hörst es, das gibt es nur bei ganz wenigen Medien, das stimmt nicht. Das ist auch wieder so eine Einschränkung, dass man sich wichtig macht und hervorstellt, es kann nur ich und sonst niemand oder so. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Ich finde, man sollte doch endlich damit aufhören und den Menschen klar machen, dass jeder verschiedene Anlagen hat, geistige Anlagen hat, die er nutzen kann, um eben in seiner Spiritualität zu wachsen. Und da gehört alles dazu, was es gibt. Da gibt es keine Einschränkungen, weil nämlich die Unendlichkeit des Universums, ja, die ist grenzenlos und so sind auch unsere Möglichkeiten grenzenlos, uns einfach weiterzubilden und unsere Fähigkeiten auszudehnen. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit euch eine Meditation machen, in der ihr euren Energiekörper wahrnehmt und spüren könnt. Und ich freue mich schon so auf eure Bemerkungen, die ihr mir dann unter das Video schreibt und die ich auch gerne, wenn ihr Fragen habt, beantworten werde. Am liebsten dann auch noch, wenn es schwierige Fragen sind, in einer Live-Sendung, weil ja dann ich ganz anders mündlich antworten kann als geschrieben. Sonst muss man immer so einen langen Text schreiben. Deswegen. Ja, ihr Lieben, dann macht euch bereit. Ich nehme die 999, weil die 999, die bringt einfach die hohe Energie des Universums runter auf die Erde und macht es mir leichter, mich einzustimmen. Geliebtes Menschenkind, geliebte Menschenfamilie, geliebter Lichtarbeiter, fühle dich
ganz achtsam und liebevoll willkommen. In dem Moment, wo du beginnst, mit mir diese Meditation zu machen, gibst du dein Einverständnis, deinen Energiekörper zu fühlen und eine Erfahrung zu machen, die du vielleicht noch nie in deinem Leben gemacht hast. Deswegen bitte ich dich nun, mir ein inneres Ja zu geben mit deiner inneren Stimme. Und da dies nun geschehen ist, werden wir beginnen. Wir beginnen mit dem Schutzmantel von Smarana. Und so lege dir den Schutzmantel von Smarana um deine Schultern. Smarana bedeutet die Liebe Gottes fühlen und seinen Schutz zu fühlen. Und so bist du nun eingehüllt in die Smarana-Energie, fühlst dich frei und sicher. Nun rufe ich verschiedene Engelgruppen herbei, die uns unterstützen werden. Ich rufe die Engelgruppe des Lichtes. Ich rufe die Engelgruppe der Merkaba. Ich rufe die Engelgruppe des Schutzes. Und vielleicht spürst du, wie sich die Energie bereits erhöht und du in einen meditativen Zustand gerätst. Je mehr du das Licht von Smarana einatmest, umso schneller und tiefer wirst du in den Alpha-Zustand kommen. Ich bitte dich nun, dein Herz auszudehnen mit der Smarana-Energie. Atme dazu Smarana tief in dein Herz hinein und dehne es bewusst aus. Spüre dabei, wie du innerlich ganz ruhig wirst, dein Herz zu strahlen beginnt, die goldenen Strahlen dich einhüllen und tragen und du in der Mitte deines Herzens stehst. Fühle diese hohe Energie. Und nun spüre, wie dein Verstand ganz still geworden ist und lege deinen Fokus auf deinen Kopf, auf deinen Geist. Lege deinen Fokus auf die Stelle in deinem Kopf, wo dein höheres Selbst wohnt. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, mit deiner Absicht und spüre, wie sich die Energie noch einmal erhöht, wie du getragen wirst in die höheren Dimensionen und dich dort
ausdehnen kannst. Denn jetzt legst du deinen Fokus zuerst auf deinen Körper. Nimm deinen Körper wahr. Vielleicht bist du größer geworden. Denn in Wirklichkeit bist du ja ein großes, lichtes Engelwesen. Und so nimm nun die Konturen deines Körpers wahr. Und dann löse dich von diesen Konturen und nimm deine Auraschichten wahr. Nimm einfach deine Aura wahr, wie sie dich umgibt, in mehreren ovalen Hüllen. Versuche deine Aura auszudehnen. Und nimm wieder wahr, wie sich das anfühlt. Dann löse dich von der äußeren Aura und nehme deinen Lichtkörper wahr. Fühle die Größe deines Lichtkörpers. Und spüre das Leuchten des Lichtes. Des Lichtes, welches du bist. Und nun löse dich vom Rand des Lichtkörpers und nimm die Strukturen deiner Merkaba wahr. Damit dies einfacher geht, rufe ich die Wächter der Merkaba, damit sie dir die passende Energie senden, welche für dich jetzt gerade richtig und gut ist. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um deine Merkaba zu fühlen. Es geht darum, die Energie oder die Struktur deiner Merkaba zu fühlen. Und jeder einzelne von euch wird dies unterschiedlich wahrnehmen. Denn es spielt eine Rolle, wie weit du dich spirituell entwickelt hast. Und so wird ein jeder von euch andere Erfahrungen haben. Die Wächter der Merkaba und all die Engelgruppen, welche heute noch hier sind, sie tragen dich nun wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Sie schauen, dass es dir gut geht und schützen dich und deine Seele. Nun verabschiede dich voller Dankbarkeit von den Energien, welche dich umgeben haben, welche dir ermöglicht haben, all deine Energiestrukturen oder so viel wie möglich deiner Energiestrukturen zu fühlen und komme dann langsam wieder in deinem Hier und Jetzt an. Sei wieder ganz da.
Es ist also tatsächlich so, dass du die Energien so fühlst, wie dein Bewusstsein ausgedehnt ist und deine Wahrnehmung geschult ist. Und je nachdem hast du mehr oder weniger gefühlt. Das war jetzt eine Übung einfach nur zum Fühlen deiner Merkaba. Es war noch keine Aktivierung, ihr Lieben. Das solltet ihr wissen. Und ich freue mich schon sehr auf eure Bemerkungen. Und ich freue mich so sehr auch auf unser Seminar, weil das wird so toll. Und ein Seminar, welches jetzt online stattfindet, das hat sehr hohe Energien. Wir stellen das extra so ein, dass ihr die höchstmögliche Energie empfangen könnt und dadurch ein ganz tolles Erlebnis haben werdet. Es ist einfach toll, dass das alles heutzutage geht über Webinare und wir uns zusammen in so einer großen, tollen Familie fühlen können. Das ist also ein sehr großes Geschenk und deswegen freue ich mich so sehr darauf und es wird auch wirklich sehr, sehr, sehr schön werden. Unter dem Video ist der Link, wenn du dich noch informieren möchtest, darfst du da einfach draufklicken. Und ich bedanke mich sehr dafür, dass du heute hier warst, dass ich meine Erfahrung und diese wundervolle Meditation mit dir teilen konnte. Und wenn du immer wieder die neuesten Nachrichten und die schönsten Meditationen erhalten möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, indem du hier auf die Kugel klickst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles, alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal.